Namaskar Sarvangasana ist die Grußhaltung im Schulterstand. Komme hoch zum Schulterstand. Und wenn du im Schulterstand bist, gib die Handflächen zusammen, entweder vor dem Brustkorb, vor dem Bauch oder vor Becken oder Oberschenkel. All das ist eine Form von Namaskar, von Grußhaltung. Für all diese Variationen brauchst du ein gutes Gleichgewicht, weil du hier eben den Rücken nicht unterstützt hast. Du brauchst aber auch eine gute Flexibilität und starke Schultern.